Hallöchen, meine Freunde der Nacht, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Prison Architect. So, wir sehen, der Wäschehaufen ist weg, also die Tür kann wieder geschlossen werden. Ich bin ja begeistert. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir ein Programm machen können. Ein Drogenentzugsprogramm zum Beispiel. Vier in der Warteschlange gegen Drogenmissbrauch. Sicherheit, Hygiene in der Küche. Sechs Interessierte. Bewährungsanhörung könnten wir auch machen. Ich weiß nur noch nicht wo. Aber ich starte erstmal das Drogendingsi. Und wir müssen im Termin einen Arbeitsplatz im Tagesplan festlegen, wo sie arbeiten dürfen. Und zwar das halten wir mal kurz an nochmal, das Drogenprogramm. Benötigt eine Stunde. Das wollte ich wissen. Tagesplan. Die kriegen ja echt dreimal am Tag was zu fressen, ne? Hier haben sie Freizeit. Gut, dann machen wir daraus Arbeitszeit. Zack, zack, zack. Die normalen haben wir gar keine. Ist egal. Da dürfen sie arbeiten. Ah, dann soll vielleicht das Programm auch wieder starten. Es klickt da schon drauf. Bewährung, Drogenbehandlung. So. Ja, die Drogenbehandlung findet nämlich unten im Krankenhaus statt. Lassen wir die mal raus. Findet nämlich unten im Krankenhaus statt. Deswegen ist das so wichtig. Ich würde hier gerne noch einen Beamten einsetzen. Wie geht das? So, genau. Dass wir nämlich zwei auf Streife sind und wir brauchen neue Polizisten, neue Wachen. Nein, das ist der falsche Knopf. Ich stelle mal nochmal einen zumindest ein. Damit wir schon mindestens eine schöne gerade Zahl haben. Dass besser gewechselt werden kann. So, und jetzt geht es um die Bewährung. Wo können wir den Bewährungsbewilligungsausschuss hinbauen? Hier hätten wir ja eigentlich Platz, ne? Da will ich aber eigentlich was anderes hinbauen. Nach oben hin rausbauen könnte man auch. Aber ich mache jetzt mal was anderes. Erstmal. Zack, 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 bauen wir da erstmal die Mauer fertig. So, so teuer ist die ja nicht. Wie teuer sind die? 6.000 nur. Ja, wisst ihr was? Dann bauen wir den ganzen Mauerbereich hier erstmal komplett fertig. So, das Geld dafür haben wir. Die Angestellten dafür auch. Und dann können wir nämlich diesen blöden Zaun hier endlich mal komplett abreißen. Den lassen wir natürlich bestehen. Weil der weiterhin die Gefangenen von den vom Office-Bereich, nenne ich es mal, trennen soll. Ja, doch, doch, doch. Aber es gibt eine Finanzen? Nein. Halt da Zuschüsse für die Bewährung. Hunde? Nope. Wäscherei, Küche, Putzschrank arbeiten? Nein. Bildung, Unterrichtsraum mit Schultischen. Grundausbildung und Grundall? Nein. Ernährungsstudie. Servieren Sie 2 Tage lang nur eine kleine Mahlzeit mit geringer Vielfalt. Servieren Sie 2 Tage lang 3 große Mahlzeiten mit großer Vielfalt. Machen wir mal. Dann gehen wir mal auf die
War doch so, ne? Gering mit gering. Gering mit gering, genau. Tagesplan. Da gibt's Frühstück. Und da gibt's nichts zu tun. Und da gibt's auch nichts zu tun. Warum sie das immer so teilt, weiß ich auch nicht. Nur eine Mahlzeit am Tag. So. Das haben wir. Wir warten mal, bis die Mauer fertig ist. Die wird ja gerade oben und unten zeitgleich gebaut. Dann können wir eigentlich das Bewährungsausschuss-Dingsi. Wo bauen wir das hin? Ich überlege gerade. Bauen wir es neben die Krankenstation? Wäre eigentlich eine Möglichkeit, ne? Versuchen wir es mal. Das Problem ist, ich weiß, bei der Bewährung gilt die Regel, nur ein Bewährungsteilnehmer pro Raum. Jetzt weiß ich aber nicht, wie groß der Raum sein muss. Gibt es dafür eine Größenordnung? Bewährung. 5 mal 5. Sollten wir hinkriegen. Moment, wir planen den Dias vorher. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eigentlich kann man das lassen. 1, 2. Mach mal 3, weil ich bin so ein Freund, damit es schön aussieht. Da kann die Tür rein, da kann eine Tür rein, da kann eine Tür rein. Da wird zwei Bewährungsräume. Sieht auch von der Form her scheiße aus. Sagen wir einfach, hier gibt es eine Tür. Der Flur ist zwei breit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack, 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 zack. Passt, passt, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da eine Tür, da eine Tür. Und das Ganze als Fundament. Objekte, Tür, das ist eine normale Tür. Normale Tür? Ja doch, ist ja für alle durchgängig. Ist ja für alle begehbar. Dann eine Mauer. Hier hochziehen. Da kommt rein eine Personaltür. Noch immer. Das möchte ich noch immer abgegrenzt haben. Dann da und dann da. Da können wir noch gar nicht, weil der Raum noch nicht fertig ist. So, dann baut mal. Die Mauer wird noch immer gebaut. Ja, sollen sie ruhig weitermachen. Das wird schon. Dann machen wir jetzt zwei Bewährungsräume drin, weil das Problem bei dem Bewährungsraum ist, dass in diesem Raum, wenn eine Bewährung stattfindet, zeitgleich auch eine Wache vorhanden sein muss. Aber wenn die Bewährung abgelehnt wird, die Leute wahrscheinlich etwas ungehalten sein werden könnten und dann auf die Bewährungsbeamten losgehen. Oder Richter, Rechtsanwalt, wer auch immer da drinnen sitzt und die Bewährung gewilligt und oder auch nicht bewilligt. Und die Jungs dann dementsprechend, wie soll man es sagen, etwas schlechte Laune haben werden. Wie neue Kleidung kriegt ihr doch, oder nicht? Ich meine, der Hausmeister tut ja alles, was er kann. Okay, sie reicht vielleicht nicht ganz aus. Stellen wir mal einen neuen Hausmeister ein. Noch. Dass die das vielleicht hinkriegen mit sauber machen und mit der Bewährung. So, unsere Arbeitswilligen.
Beziehungsweise unsere. Du hast nur eine Kippe. Hallo, das ist ein Anti. Das ist ein Drogenpräventionsdingsi. Na toll. Hat da mal schön in die. Da ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. So, dann können nämlich die Wand und die Wand abgerissen werden. Und dann kann der Raum nicht wegwerfen. Abreißen. Und einlagern. Dann brauchen wir Versorgungsstrom. Brauchen wir hier einen Besuchertisch, war es glaube ich gewesen, ne? Räume, Bewährung, Besuchertisch. Wo ist er denn? Der Besuchertisch. Bücherregal, Lagerregal. Ladenfront. Ach ja, ein Gefängnisladen gibt es ja auch noch. Wo ist denn dieser blöde Besuchertisch? Ihr habt mich schon tausendmal gesehen, ich noch nicht. Da! Was? Kann man nur so rum machen? Ja gut, dann machen wir es so rum. Weil ich hätte gern, dass der Einzelsitz oben ist, aber gibt's nicht. Gut, dann halt so. Oder meine Augen spielen mir gerade einen Streich. So, weil wir müssen mich auf jeden Fall wieder einen neuen Gefangenen einstellen. Gefangenen sage ich schon, einen neuen oder zwei neue Beamte. Zack, 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 zack. Neue Lampen. Lampe. Schwupp. Sollte eigentlich reichen. Das haben wir doch schon. Warum ist das nicht abgehakt? Bleiben wir doch keine zwei Tage durch. Das kann natürlich durchaus sein. Dass wir erst einen Tag abgeschlossen haben oder so. Weil eine Mahlzeit mit kleine Mahlzeit haben wir mit geringer Vielfalt. Keine Vielfalt, also niedrige Vielfalt. Entschuldige. Entlassungsquote 20%. Ich habe gar keine, ich habe jetzt niedrige Vielfalt. Okay, okay. Ihr müsst da noch mal zwei Tage durch, es tut mir so leid. Nicht. So, die Tische sind jetzt drinne. Ja. Mit der Wäschehaut hin. Cashflow ist in Ordnung. Die Mauer steht. Wir haben wieder einen eingesperrt. Na gut. Aber er wird jetzt gerettet. Zack, jetzt ist der Zaun noch komplett weg. Habe ich den da nicht abgerissen? Moment, doch habe ich. So, schwuppdiwupp, das haben wir. Waschküche, da kommt hier noch Werkstätten hin. Ziehen wir vielleicht so groß, weil es gibt ja zwei verschiedene. Dann kommt hier der neue Hof hin. Der wird was größer. Hier nochmal so ein Zellenblock nochmal hier unten gespiegelt. Das soll denn die Kapelle werden. Ein Hof. Und dann müssen wir das hier abreißen und dann noch eine Kantine aufbauen irgendwo. Eine größere. Eine viel, 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 viel größere. Aber dass unsere Raum... Wo ist das denn nicht Personal? Das Raum... Postraum, da kriegen sie Briefe, Bücherei, Forstbetrieb. Dann haben unsere Gärtner wenigstens was zu tun.
Können die sich um was kümmern und gibt ein bisschen minimalistisches Geld rein. So, dann. Ah, da 16% schon erledigt. Also wenn der zweite Tag durch ist, dann haben wir das auch erledigt. Ja, Minusgeld, weil Bäume müssen gekauft werden, ne? Logisch. Was wir aber machen könnten, jetzt überlege ich gerade. Das reicht nicht. Wir haben unsere Knastis hier. Wie kriegen wir jetzt unsere Knastis ohne großen Stress nach da oben? Ich überlege nämlich gerade, ob wir nicht eine. Ne, machen wir erstmal mit der Bewährung. Ah! Kippen. Nee, nee, nee. Kippen, kippen, kippen. So. Damit sie auch ihre Bewährung kriegen, benötigen wir erstmal Einsatzplan. Wache dauerhaft stationiert. Da und da. Kein Zutrittsrecht haben sie hier. Personal, neue Wachen einkaufen. Hier und hier. So, weil mir die Zahl einfach besser gefällt. Und Räume. Bewährungsraum, das ist einmal der und das ist einmal der. So, denn hier muss halt, wie gesagt, dauerhaft ein Polizist oder eine Wache drin stationiert sein, damit das funktioniert. Vorfall, einer in Einzelhaft. Was hast du denn angestellt, du Arsch? Naja, da wird mal Zeit. Wir machen mal nächste Nacht, machen wir mal eine kleine Razzia. Also in der nächsten Folge wahrscheinlich erst. So, wir könnten den Raum ein bisschen vergrößern. Zack. Weil jetzt wird ja die Wand auch mit eingerissen. Dann ist der ein bisschen vergrößert. Dann können wir hier mehr, mehr Leute unterbringen. Nur 88% der Häftlinge werden versorgt. Gut, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Wir brauchen also einen neuen Herd. Da passt noch einer hin. Einen neuen Kühlschrank. Wobei, die sind voll. Brauchen wir erstmal keinen von. Hat sich erledigt. Und eventuell einen neuen Koch. Vier, einer pro Herd. Sollte dann vielleicht klappen, damit alle was zu essen kriegen. 2 Tage lang eine kleine Mahlzeit mit geringer. Okay. 24% abgeschlossen. So, warum sind denn hier so viele Leute drin? Da kann mir das mal einer erklären. Da soll bloß einer drin sein. Warum sind da drei drin? Ah. Nix ist hier in Ordnung. Da 8 sind bereit für ihre Bewährung, ja. Werden denn die Bewährungen auch automatisch durchgezogen oder? Nee, werden sie nicht. Stimmt, ich muss das hier aktivieren. Zack. Sieben in der Warteschlange. Und dann Bewährungserhöhung. Kriegen wir hin. Wie bist du drauf? Privatsphäre, Spiritualität. Ja, okay, Privatsphäre haben sie natürlich keine, wegen dieser Doppelbelegung der Gefängniszellen. Ah, wie wollen wir das machen? Ich glaube, wir machen oben einen mit. Ja, doch, das sind alles, das werden keine. Oder werden es doch Doppelzellen? Also der nur 20, das wären jetzt gerade mal 40 Insassen insgesamt. Statt 80. Weil meine Idee war halt, meine Überlegung ist halt, da halt Doppelzellen zu machen, genau wie hier. Weil da passen ja da 80 Leute rein. Das ist halt die große Frage. Ich mach mal Vollspeed, aber die Folge ist eh zu Ende.
Nahrung und Spiritualität. Ja, die Spiritualität fehlt denen halt, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Gibt es eigentlich gleich eine Bewährungsanhörung oder wann war die vorgesehen? Ist ja während an die morgen früh um 6 oder 7, 6 bis 7, ne? Ne, 6 bis 6 bis 10. Da ist auch noch ein bisschen hin und die Folge ist leider zu Ende. Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, also nächste Woche, gibt es denn die allererste Bewährungsanhörung. Mal gucken, wie sie ausgeht. Und in der Zwischenzeit überlege ich mir mal, wie wir denn nächste Woche das Ganze gelöst kriegen mit der Spiritualität und so weiter. Vielleicht basteln wir einfach hier unten eine kleine Kapelle hin. Erstmal, und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis denne. Ciao.